jetzt. Simone Ballack stellt uns ihren neuen Freund vor. Das exklusive Liebesinterview. Warum Superstar Taylor Swift jetzt 5 Millionen Euro verschenkt. Und Traumhochzeit mit 65. Birgit Schrowange und Frank Spotthelfer haben sich getraut. Ja, und ich habe mich gerade, Sie interessieren sich doch bestimmt immer dafür, was so hinter den Kulissen passiert. Ich habe mir richtig schön hier gerade das Knie angehauen, so ein Ärger. Aber Marion, wie versprochen, sind wir heute mit ganz, ganz vielen Gefühlen bei Bunte Live. Es herzelt nur so, überall Marion Brandl von Bunte heute bei uns. Ich freue mich sehr, Marion, dass du wieder bei uns bist. Und Birgit Schrowange, wir haben es schon gesehen, heiratet jetzt zum allerersten Mal mit 65 Jahren ihren Partner Frank Spotthelfer. So sieht spätes Liebesglück aus. Eine strahlende Birgit Schrowange und der Schweizer Geschäftsmann Frank Spotthelfer laufen in den Hafen der Ehe ein. Heimlich, still und leise. Geheiratet wurde auf einem Kreuzfahrtschiff im Mittelmeer. Kein Zufall, denn die beiden verliebten sich vor 6 Jahren genau hier, auf einer Schiffsreise. Romantisch und im kleinen Kreis von Familie und Freunden haben sie, mit Blick aufs Meer, Ja gesagt. Ein großer Schritt für die freiheitsliebende Birgit Schrowange. Für die 65-jährige Star-Moderatorin ist es die erste Ehe. Sie war 8 Jahre lang mit ihrem Kollegen Markus Lanz liiert. Die beiden verbindet ein gemeinsamer Sohn. Verheiratet waren sie nicht. Auf dem Kreuzfahrtschiff ging es nach dem Jawort weiter ins Glück. 10 Tage von Mallorca nach Portugal und weiter nach Barcelona. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben bekanntermaßen an. Birgit Schrowange startet schon mit 65 neu durch. Ach, wie schön. Ja, vielen Dank, dass ihr uns auch nochmal daran erinnert habt, dass ja Birgit Schrowange mal mit Markus Lanz zusammen war. Und die haben sogar einen Kind zusammen. Wir haben einen Sohn, genau. Verrückt, aber jetzt mit 65 Jahren die erste Ehe. Warum? Die Birgit hat immer gesagt, ich werde mal mit 65 heiraten. Also das ist hier kein Zufall, nur das hat sie immer im Scherz gesagt. Ja. Und jetzt ist es Realität geworden. Und sie hat meiner lieben Christiane Hoffmann, der Kollegin, beim Interview gesagt, du, ich möchte gerne mit 90 Silberhochzeit feiern. Also sie glauben einfach, dass diese Liebe ewig hält, was wunderbar ist. Die sind, haben wir gehört, 6 Jahre zusammen. Er hat ihr vor 4 Jahren schon einen Heiratsantrag gemacht, aber dann kam Corona und wie das dann so dahin. Dann kam Carola. Carola, genau, Corona und dann plätscherte alles so dahin und jetzt haben sie es halt umgesetzt und zwar ganz still und leise. Toll. Ja, wie schön. Also es sieht alles sehr, sehr harmonisch aus. Ich bin ja ein großer Fan von Birgit, kenne die schon seit Jahren. Ich mag die sehr, sehr gerne. Wir müssen uns jetzt aber nicht an einen neuen Nachnamen gewöhnen. Birgit Schrowange bleibt Birgit Schrowange, oder? Ja, absolut. Und der Frank bleibt auch. Frank Spotthelfer. Ganz genau. Ja. Nein, das ist eine ganz erwachsene Beziehung. Und die beiden werden den Namen nicht wechseln. Und was aber im Interview auch rauskam, was den beiden wichtig war, was die gemacht haben, die haben sogar einen Ehevertrag abgeschlossen. Und das hat Birgit immer ihr ganzes Leben gesagt und das sagen wir jetzt auch allen Mädels, die jetzt hier zuschauen, es wird nicht ohne Ehevertrag geheiratet. Hast du? Danke, dass du mich da jetzt drauf ansprichst. Auch ich habe einen Ehevertrag, der ist aber noch nicht notariell beglaubigt. Also ich warte eigentlich jeden Tag darauf, dass mein Mann mich die Treppe runterschubst. Ja, nein, nein, nein. Also das ist gar nicht unromantisch, sondern man sichert sich ab, auch wenn man Kinder hat. Er hat 2, sie hat den Sohn. Und das tut der Liebe keinen Abbruch. Nein, und wir berichten ja auch immer wieder hier über Trennungen, die da nicht so schön verlaufen. Ich glaube, so ein Ehevertrag kann auf jeden Fall helfen. Absolut. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall alles Gute. Ja. So, 2, die diesen Schritt vielleicht noch vor sich haben, das sind Simone Ballack und Heiko Grote. Nach dem unfreiwilligen Liebesouting erzählt Simone Ballack jetzt zum allerersten Mal vom stürmischen Anfang ihrer Beziehung und wie sie mit der Vergangenheit des Hotelmillionärs klarkommen. Simone Ballack hat einen neuen Freund. Moment mal, war nicht gerade erst die Trennung von ihrem zweiten Ehemann Andreas Mecki Thema? Vor 2 Wochen berichtet Bunte über das Eheaus. Wie kommt es, dass sie uns jetzt schon ihren neuen Partner Heiko Grote vorstellt? Naja, das ist natürlich so ein bisschen so ein Überfall. Ne? Wir wollten natürlich eigentlich uns erstmal richtig kennenlernen und die Geschichte, die da im Raum stand, die hat uns beiden nicht gefallen. So was wollen wir nicht einfach unkommentiert stehen lassen und wir wollen das in ein schöneres, besseres Licht rücken. Und so passierte das unfreiwillige Liebesouting. Vor 6 Tagen veröffentlicht die Bild-Zeitung diese Fotos. Heimlich aufgenommen, vermutlich von einem Gast in der Szene-Bar Hugos in München. Nicht nur Simone und Heiko sehen wir hier, auch die gemeinsame Freundin Julia Siegel ist dabei und kommt Heiko ziemlich nahe. Wir treffen Simone und Heiko in derselben Bar. Die wahre Geschichte ist schnell erklärt. Für mich ist wichtig, wie eine Frau schmeckt und riecht. Und das war das Thema.
Aber leider hat natürlich keiner gefilmt, wie Simone an Julia gerochen hat oder andersrum. Das fehlt noch, weil das Foto. Das Video müsste es eigentlich auch geben. Das gibt's auch wahrscheinlich, aber das wurde natürlich nicht kommuniziert. Denn guten Freunden gibt man schließlich ein Küsschen. Für Simone ganz selbstverständlich. Ich kenne meine Freundin Julia seit 20 Jahren und die gehört zum engen Kreis. Und ich habe ganz viele Freundinnen und auch teilweise sogar, es gibt zwei Männer von meinen Freundinnen, die ich zur Begrüßung auf den Mund küsse. Und da kann jetzt jemand sagen, von mir aus die Münchner Bussi-Bussi-Gesellschaft. Aber das handhabe ich schon mein Leben lang so und das werde ich auch nicht ändern. Viel lieber küsst Julia ihren Freund und Simone eben Heiko. Der Hotelier ist seit Jahren Teil ihres Freundeskreises. Tausendmal berührt, jetzt ist es passiert. Es hat gefunkt. Was gefällt den beiden so aneinander? Ich bin auch keine Frau, die mit Shoppen glücklich ist. Ich brauche immer eine Aufgabe und ich brauche immer Ziele. Und ich bin froh, wenn ich einen Partner an meiner Seite habe, der genauso viel Power hat, übrigens genauso wenig schläft wie ich. Übers Aussehen oder dass sie eine klasse Frau ist, ich glaube, da brauche ich nicht viel zu erzählen. Natürlich der Humor, der ist unglaublich. Also dann die Zielstrebigkeit. Und sie ist die perfekte Mutter und Hausfrau. Das finde ich unglaublich. Beide sind gerade noch verheiratet, beide haben Kinder. Heiko wird sogar wieder Vater. Seine Ex ist im Moment mit Zwillingen schwanger. Es war kein Geheimnis für mich und es ist ja meine Entscheidung. Es war mir ja freigestellt, da mitzuziehen oder zu sagen, nee. Aber ich sehe das ganz locker. Locker lassen die beiden es auch angehen. Ein Liebesurlaub steht an, um sich als Paar besser kennenzulernen. Ja, ihr sagt es schon, um sich als Paar besser kennenzulernen. Das ging ja jetzt alles ruckzuck, ne? Also Bunte hat vor 3 Wochen über das Eheaus der Simone Ballack berichtet. Ja. Und jetzt gibt es dann gleich den neuen Partner. Ja, aber man muss schon sehen, diese Ehe kränkelt schon seit 2 Jahren. Okay. Dass diese Scheidung verkündet worden ist, auch durch uns, das war einfach ein konsequentes Ende von einer Bemühung, die über 2 Jahre ging. Er war schon manchmal ausgezogen und dann wieder eingezogen. Also sie haben es probiert, aber der Heiko hat damit nichts zu tun. Da eher, sag ich mal, der Tod vom Emilio und das haben die beiden miteinander nicht gepackt. Absolut. Ich glaube, das muss man auch einfach immer verstehen als Zuschauer, als Zuschauerin, dass natürlich bis sowas erstmal an die Öffentlichkeit gelangt, sehr viel Zeit verstreicht und das natürlich auch immer gut abgepasst wird. So ist es. Man will sich erstmal schützen. Jetzt sind allerdings Simone und Heiko ja beide noch verheiratet. Ja. Heiko hat sogar noch eine Ex-Freundin, die gerade schwanger ist, mit Zwillingen. Ist das der Start in eine solide Beziehung? Ja, sag mal so, ich habe die beiden ja zum Interview getroffen, weil die einfach das klarstellen wollten. Das sind einfach Fotos in der Öffentlichkeit gewesen, wo alle gedacht haben, das ist ja alles schräg, was da passiert. Und dann hat er zu mir gesagt, eigentlich ist er auf der Suche, er ist 55, sie ist 47, nach einer Partnerin, so wie die Birgit, mit der du deinen letzten Lebensabschnitt verbringen kannst. Also hat er alles gebeichtet und Simone wusste alles und sie nimmt es locker und das, sag ich mal, ist schon eine starke Nummer, dass sie das kann. Ich meine, er ist noch verheiratet, hat nicht über Scheidung nachgedacht. Jetzt natürlich, weil die Liebe hat auch bei ihm eingeschlagen. Und jetzt bekommen die erstmal in 3 Wochen, sag ich mal, bekommt die Ex-Freundin von ihm noch Zwillinge. Und auch das will Simone mittragen. Das ist schon, da braucht man schon viel Stärke und Liebe vielleicht dazu. Absolut. Und ich finde immer, es gibt so viele unterschiedliche Lebens- und Liebesmodelle. Ja. Ja, wir können nicht in die Köpfe und in die Herzen der beiden reingucken. Aber trotzdem die Frage, weil du hast dich ja schon mit vielen prominenten Pärchen auseinandergesetzt. Ist das jetzt für die zwei die große Liebe für immer? Mein Gott, wenn wir das Frau alle Brandl. Wüssten. Wenn wir das alle wüssten. Also lass mich mal so sagen, was die beiden hier erleben. Und ich habe die ja erlebt. Die erleben eine Amour fou. Ja. Da hat die Liebe wie ein Blitz eingeschlagen. Das ist so, da willst du jemand an den Händen nehmen und in den Abgrund springen, gemeinsam. Und du glaubst, du kommst unversehrt unten an, weil die Liebe gibt dir das Gefühl, du bist unverletzbar, unverwundbar. Und was spielen da die ganzen Ex-Frauen für eine Rolle? Weißt du, du denkst ja im Moment nicht klar. Wir wissen ja, die Liebe glaubt alles, die Liebe hofft alles. Und genau das empfindet Simone, hat sie mir auch gesagt. Und sie sagt, Marion, seit 2 Jahren bin ich zum ersten Mal wieder glücklich. Schön. Ich habe Energie und am 5. August, das ist jetzt übermorgen, hat Emilio 2. Todestag. Und sie braucht alle Energie,
ja, um einfach da auch wieder klarzukommen, diesen Tag zu überstehen. Und ich kann es ja hier sagen, wir haben uns wirklich weinend in den Armen gelegen. Und sie sagt, es ist doch schön, dass ich wenigstens dann diese Liebe erlebe. Egal, wo das hinführt, haltet mich nicht für naiv. Absolut. Und am Todestag deines Sohnes, glaube ich, brauchst du einfach auch eine starke Schulter, die an deiner Seite ist. Wir wünschen dir alles Gute. So ist das gerade. So, jetzt kommen wir allerdings zu Peter Maffays Sohn Yaris. Ja. Ihr habt mich vorhin gefragt, warum sprechen wir eigentlich über den? Der ist nämlich wieder Single. Aber gesellschaftlich ist das natürlich auch alles so ein bisschen pikant. Denn ein Jahr, nachdem die Beziehung bekannt wurde, ist jetzt schon wieder alles aus. Er hat nämlich einen Altersunterschied zwischen dem 19-Jährigen und seiner 40-jährigen Freundin damals öffentlich gemacht. Das soll aber nicht der Trennungsgrund gewesen sein. Liebe kennt kein Alter. Peter Maffay und sein Sohn Yaris haben beide kein Problem mit großen Altersunterschieden. Der inzwischen 73-jährige The Voice-Juror findet sein Glück nach 4 Scheidungen endlich bei Freundin Henrike Balzmeier. Die Mutter seiner jüngsten Tochter Anouk und den Musiker trennen 38 Jahre. Der große Altersunterschied scheint Maffays Sohn Yaris zu inspirieren. Der 19-Jährige ist Musiker wie sein Vater und auch er fühlt sich nicht unbedingt zu gleichaltrigen Frauen hingezogen. Letztes Jahr präsentiert er der ganzen Welt stolz seine neue Liebe, die über 40-jährige Peruanerin Melissa. Die beiden hatten sich in München über gemeinsame Freunde kennengelernt. Jetzt ist alles aus. Der Trennungsgrund ist nicht bekannt. Aber Kopf hoch, mit etwas Herzschmerz schreiben sich die besten Hits. Ja, aber wenn sie Gemeinsamkeiten haben, dann finde ich das überhaupt nicht so schlimm. Also weißt du, wenn Männer das machen, ist es kein Problem. Ja. Also, beziehungsweise sich eine jüngere Frau suchen. Jetzt hat er eine ältere Freundin gehabt. Woran lag's? Hat Yaris das Rockstar-Leben doch ein bisschen zu sehr ausgekostet? Ach, das ist doch wirklich eine herrliche Frage. Und ansonsten, der Ansatz ist ja so spießig. Umgedreht, total, regt sich keiner total auf drüber. Also, dieser Junge ist 19. Sie war knapp über 14. Jetzt denken wir mal an den Song, den Peter Maffay geschrieben hat. Und es war Sommer. Ich war 16 und sie war 31. Also Peter hatte auch schon seine Erfahrungen gemacht und es hat schon immer gut geklappt. Junge Männer und erfahrene Frauen, das geht halt für eine Zeit lang richtig gut. Aber dann kommt halt doch der Altersunterschied, andere Perspektiven und er will in die Fußstapfen seines Vaters treten. Der bereitet ein Album vor, der war die ganze Zeit mit auf Tour und dann, ja, bleibt die Liebe auf der Strecke. Und wir wissen doch alle, junge Liebe, manchmal hält sie ewig und manchmal muss man sich noch so ein bisschen ausprobieren. Marion, mit dir probiere ich mich am liebsten aus. Vielen, vielen Dank, dass du heute wieder unser Gast bist. Gerne. Dankeschön. Ja, kein Wunder bei diesen tollen Liebesthemen, dass wir heute so schön gequatscht haben. Aber jetzt kommen wir zu einer ganz, ganz großen Geste. Megastar Taylor Swift beschenkt jetzt ihre Mitarbeiter. Als Dank für die Jahre der Zusammenarbeit gibt es Millionen. Toll. 5 Millionen $ Bonus für die Brummifahrer. Mit dieser Summe dankt Megastar Taylor Swift jetzt ihren Mitarbeitern. Ihre Welttournee, ein Mega-Erfolg. Der Umsatz für Taylor, rekordverdächtig. Als Dank für die harte Arbeit zeigt sie sich jetzt großzügig. Sie überrascht ihre 50 Truckerfahrer, die sie 5 Monate quer durch die Vereinigten Staaten gefahren haben, mit einer Sonderzahlung. Jeder bekommt 100.000 US-Dollar. Auch die anderen Crewmitglieder haben Sonderzahlungen in unbekannter Höhe erhalten. Taylor Swifts Gesamtvermögen wird aktuell auf 740 Millionen US-Dollar geschätzt. Allein mit ihrem Verdienst im letzten Jahr ist sie die einzige Frau unter den reichsten Entertainern der Welt. Geld genug, um Danke zu sagen. Die Anti-Hero-Sängerin wird für uns zum absoluten Hero.